nur 10 Punkte, sagen wir jetzt mein Team irgendwie scheiße oder so, hat mir ins Gehirn geschissen. Geht hier wieder bei Tali Gaming und zwar heute mit ein bisschen Call of Duty AW. Das ist aber gar nicht heute das Thema und zwar das Ende von YouTube. YouTube ist kostenpflichtig und ich denke, ihr habt das alles schon gewusst. Ja, schade. Thema vorbei, ich kann aus und Spaß beiseite, Leute. Ich möchte euch meine Meinung dazu verklickern und ja, fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt ein Live-Commentary, deswegen ich spiele dabei. Ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Dabei schaue ich öfters mal in die Kamera, aber das ist noch schwieriger. Aber gut, kommen wir einfach mal zum Thema. YouTube wird kostenpflichtig, meine Meinung dazu. Keiner weiß jetzt genau, wie das jetzt läuft. Ob jetzt wir 10 Euro im Monat bezahlen und dann... Okay, warte eben. Alles klar? Nö, dann messe ich ihn. Gut, ob wir 10 Euro im Monat bezahlen und dann die ganzen YouTuber schauen können oder ob wir einzelne YouTuber halt Geld geben müssen, also beziehungsweise für die bezahlen müssen, dass wir ihre Videos schauen können, das weiß bisher noch keiner so richtig. Also ist ja wie gesagt noch ein Gerücht. Also so gut wie ich das jetzt weiß. Also ja, gut, habe ich gesagt. Gut, auf jeden Fall, ich habe mir halt viele Videos darüber angeguckt, von Commander Krieger, von dem, so namenlosen Kindern halt einfach, die darüber geredet haben. Und ich dachte mir mal, ja Leute, ich möchte euch einfach, alles klar, einfach mal die Tür hier am Schellen, mitten im Video, real life. Oh Gott, ach, den habe ich auch noch geholt. Jawohl, Jawolski. Alles klar. So, auch geholt. Auch geholt. Alles klar, was geht denn jetzt bei mir ab hier? Ein nach dem anderen hier mit der Sniper und der nächste blutrünstig auf den freien Haus hier einfach mal rausgehauen. Geil, danke. Dankeschön für ein Messer von hinten. Naja, egal, wir gehen einfach wieder zum Thema rüber, was meine Meinung darüber ist. Ich sag einfach mal so, ich find's halt scheiße, dass wir jetzt wirklich Geld ausgeben müssen, um unsere YouTuber anzuschauen. Bisher ist nur das Gerücht raus, dass man für Musik bezahlt. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Das wird dann sowieso bald für Games und so lauten. Wenn nicht, dann ist gut, weil Musik von mir aus kann das. Okay, ich mache jetzt Blödsinn, ich habe keinen Bock mehr. Alles klar, ich hätte fast meinen Laptop runtergeschlagen. Also mit den Füßen runtergeschlagen. Deswegen runtergeschlagen, alles klar. Ja, wie gesagt, erst Musik wurde ja gesagt, jetzt hier kostet Geld, bla bla bla. Von mir aus sollen die Künstler davon was haben. Weil ich finde es auch scheiße, dass man immer illegal hier jedes Mal die ganze Musik herunterlädt und so. Ich mache sowas ja nicht, ne? Also ich höre ja kaum Musik, also warum sollte ich das machen? Das Einzige, was ich für Musik höre, ist von den Lochis. Alles klar, das sollte ich jetzt lieber nicht erzählen. Spaß beiseite. Ich höre natürlich auch noch andere Sachen. Und ja, dazu gehört halt Big Time Rush und bla bla bla. Noch alles mögliche, auch Rap und so. Kann ich auch mal ein extra Video dazu machen. Aber wir reden ja heute über YouTube. Hä, warum hat mein Team erst 7 Punkte? Sag mal, seid ihr irgendwie schlecht oder so? Aber okay, geht ja um die Stellung, ne? Die Stellung! Ich könnte jetzt wieder einen Witz daraus machen, aber ich lasse es einfach mal lieber. Ich habe ja auch junge Zuschauer. Ja, wie gesagt... Oh Mann, den habe ich nicht bekommen. Oh Mann, den habe ich wieder nicht bekommen. Ja, willkommen. Tot. Ja, also meine Meinung dazu ist halt, ich finde es scheiße, dass das halt bald Geld kostet. Von mir aus können sie Musik machen, dass man so Musik hier und so hat. Das ist für mich wirklich angemessen. Können sie ruhig machen. Aber ich finde so richtige YouTuber, wie zum Beispiel... Also, richtige YouTuber, alles klar. Ich meine, so richtige Commentary-YouTuber, ja gut. Gameplay, so, jetzt haben wir es. Gaming, so. Jetzt haben wir das richtige Wort einfach mal ausgesprochen. Und, dass man für die dann bezahlen tut... Ah, alles klar, geiles Deutsch wieder. Finde ich halt scheiße. Ja, also, ich gucke mir so viele YouTuber an. Und guck mal, das Problem ist ja auch, wenn sie das einführen, wie... Will man eigentlich jetzt dann eigentlich noch gefunden werden von so Unbekannten? Also meint ihr jetzt, man muss dann halt für immer dieses Geld ausgeben für eine Person oder halt wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Ich weiß halt gar nichts, aber ich finde es halt scheiße, dass sie überhaupt sowas machen wollen.
Weil, guck mal, wir kriegen doch eigentlich, wenn man schon sieht, dass hier die berühmten YouTuber wie Dougiebee und was. Hey, lol, ich dachte, das Spiel wäre vorbei. Ah, alles klar. Aber warum nur 10 Punkte? Sag mal, ist mein Team irgendwie scheiße oder so? Hat man ins Gehirn geschissen? Ja, Dougiebee und so können ja auch durch YouTube leben. Und die bekommen noch von den. Oh, Double Kill. Und Dreier. Und einfach mal eine komische Granaten-Dingsbums werfen. Und den habe ich nicht bekommen. Und den habe ich auch nicht bekommen. Und den habe ich auch nicht bekommen. Ah, alles klar, das war immer der gleiche und ich bekomme ihn nicht. Läuft auf jeden Fall beim Hasen. So, den habe ich eben noch geholt. So, der dachte sich so, ja, jetzt möchte ich den Kevin und dann vorbei. Nee. Ja, die bekommen ja auch genug Geld hin. Ohne hier irgendwie sowas mit YouTube Money zu machen, ja. Also, wahrscheinlich, ich denke mir das so, also wenn mich dann jemand zum Beispiel, ja, sagen wir es mal, abonniert, dann kriege ich wahrscheinlich auch Geld davon. Sagen wir es mal so, also die haben ja auch so gesagt, YouTube behält 50% und wir behalten dann auch 50%. Ah, alles klar. Aber trotzdem, ich finde es halt scheiße, das mit Werbung, das reicht doch, ja. Das mit Werbung, das hat doch die ganzen Jahre, die ganze Zeit einfach gereicht mit diesem Geld, ja. Mehr braucht man doch eigentlich nicht. Ja, also jetzt für kleine YouTuber, ja, das ist halt einfach so, dass man halt klein ist und dann nicht so viel erreicht. Aber ich finde so, wenn man dann, wenn man hat halt auch so ein Ziel, größer zu werden. Und außerdem, YouTube geht doch nicht immer alles nur über Geld, Alter. Jetzt mal ehrlich, warum sollten wir jetzt wirklich Geld bezahlen, um YouTube-Videos zu schauen? Ich finde das richtig scheiße einfach. Richtig scheiße. Mann, Digga, wie gut gehe ich gerade hier ab, Alter. Das ist ja wieder abnormal. Erste Runde Stock und Stein, wollte ich sagen. Sniper, ein Schuss, so heißt das. Und schon 31-14, Leute. Also, gebt euch das mal in einem Live-Commentary, ja? Live-Commentary. Oh, ich dachte, es wäre einer. Leute, der ist auch nicht mehr am Leben. Okay. Also, in einem Live-Commentary ein 31-17. Ah, alles klar, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja, geil. Schön Zeit verschwendet hier. Okay. Okay, der war auch schlecht. So, den habe ich aber. Jo, komm von hinten. Juck dich nicht. Okay. Alles klar. Wieder weggeholt worden. Einfach so von jemandem, der sich dachte, oh yeah, ich hole ihn jetzt. Naja, wie gesagt, ich finde es halt scheiße, dass YouTube das mit dem Geld macht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Also ich hätte vielleicht so einen Vorschlag von YouTube, falls sie dieses Video schauen. Ja, wahrscheinlich, oder? Macht das bitte nicht. Macht am besten halt das mit der Musik, damit die Künstler was davon haben. Aber das ist halt scheiße, wenn wir wirklich für jedes Gameplay und so wirklich Geld bezahlen müssen, ja? Und wenn wir das dann machen mit 10 Euro im Monat, das ist auch viel zu viel. Weil so, sagen wir jetzt mal so, so Kinder ab 13, 14 Jahren, die haben noch nicht so viel Geld immer am Start. Die haben noch nicht so viel Geld immer am Start am Monat und viele Familien, die geben so viel Geld dann aus für YouTube allgemein, ne? Wenn man dann sagt, im Jahr 10 mal 12 Leute, das sind 120 Euro im Jahr. 120 Euro im Jahr bezahlen wir dann für YouTube. Und dann müssen wir jetzt auch noch an die YouTuber denken, halt wie mich. Ich habe jetzt für YouTube schon, also um Videos zu bearbeiten, zu schneiden, bla bla bla, schon über 1000 Euro ausgegeben, ja? Das ist ja auch schon wieder Geld. Mehr als genug. Und das ist doch egal, wenn wir dann halt nur dieses Geld von der Werbung bekommen, wenn wir überhaupt Geld dann bekommen. Ja, ich bekomme, ja, okay, ja, gut. Ja, ich war halt dumm, Anfangszeit YouTube, ne? Ich war halt noch ein Kind. Ja, 34-19 ist der Score, 3 erobert, 2 verteidigt. Ich finde, das ist ein ganz fresher Score hier in ein Schuss. Mein Team war halt richtig schlecht, aber okay. Ich würde einfach mal sagen, ja okay, so schlecht waren wir eigentlich nicht. Wir haben einfach nur wenig Punkte gemacht. Das war halt meine Meinung über das neue YouTube-Leben jetzt bald, was Ende des Jahres kommen wird. Wie gesagt, Musik von mir aus, haut dann raus, dass man wirklich für Musik dann halt Geld bezahlen muss pro Monat, was weiß ich. Mich juckt das ehrlich gesagt nicht. Sollen die Künstler wirklich davon dann halt profitieren und mehr Geld machen? Aber ich finde so Gameplays und Kommentatoren, was weiß ich, und Comedy und was weiß ich nicht alles, wirklich, dass ich dafür dann Geld bezahlen muss, das wäre einfach scheiße. Das wäre einfach, man kann darüber einfach nichts anderes sagen, außer dass wir halt übelst scheiße, wenn wir wirklich dafür Geld bezahlen müssen, dass wir wirklich so ein Master Scorpion, ein Commander Krieger, ein Dali Gaming oder so schauen wollen. Ja, genau.
die sprechen wieder mich an. Das wäre auf jeden Fall richtig scheiße, wenn wir wirklich dafür Geld bezahlen müssen. Wie gesagt, ich weiß nichts mehr darüber. Ich habe nur halt Gerüchte gehört und was weiß ich nicht alles. Das ist halt nur meine Meinung darüber, wenn es so passieren wird und meine Äußerung. Ja, gut, das ist eigentlich meine Meinung. Ich würde einfach nur sagen, 3, 2, 1, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Das mit YouTube. Und was wäre euer Vorschlag, wenn das jetzt wirklich so rauskommt, dass wir wirklich Geld bezahlen müssen? Also von mir aus wäre es halt mit der Musik. Von mir aus geben wir dann Geld aus für diese Musik, die wir hören wollen. Finde ich echt gut, dass sie das da machen, ja. Musiki, dass die Künstler halt davon noch mehr haben, weil jeder lädt ja hier umsonst alles herunter. Aber Gameplays und so kommen in die Musik. Also Musik meine ich jetzt so Parodien und so. Also so richtige Musik nur. Zum Beispiel so Justin Bieber oder so. Von mir aus sowas kann man dann Geld bezahlen, ja. Aber so normale YouTuber finde ich, das ist scheiße. Und wie viele Nutzer wir verlieren würden, ne. Also ich denke, von 1000 Abonnenten würde ich dann vielleicht noch, wenn jeder Abonnent, sagen wir es mal so, Strich genommen, fast eine Tüte Weingummi sich kaufen könnte, ja. Und dafür müssen sie mich bezahlen. Also sagen wir jetzt eine Tüte Weingummi, ihr wisst, wie viel so eine kostet. Wenn sie das bezahlen müssten, jeden Monat, für halt die Videos, die sie sehen bei mir, Alter, dann hätte ich vielleicht, streng genommen, für richtige, ich weiß ja, manche feiern mich mal richtig, vielleicht gerade mal noch 5 Abonnenten, ne? Vielleicht habe ich da noch 5 Abonnenten, vielleicht weniger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jeder wird abfallen und ja, das wäre auf jeden Fall richtig scheiße. Das wäre richtig scheiße, wenn sie das so machen. Wie gesagt, meine Meinung, Musik von mir aus, aber YouTube, Comedy, Gameplay, was weiß ich nicht alles, nein. Okay, 3, 2, 1, wir sind ciao, alles klar, ciao. Das kam richtig behindert, ciao.